Das nächstfolgende und nächstkomplexere Verhaltenskonstrukt stellt die Motivation dar. Unter der Motivation wird die Erweiterung der Emotionen um den Aspekt der Zielorientierung verstanden. Die Motivation ist also eine Emotion mit Zielorientierung, die unser Verhalten maßgeblich steuert. Und im Zusammenhang mit der Begrifflichkeit der Motivation bzw. mit der Motivationsforschung gibt es dann auch noch drei Begriffe, welche entscheidend sind bzw. welche man unbedingt wissen und kennen sollte. Zu diesen Begrifflichkeiten gehört einerseits einmal das Motiv, das Bedürfnis und die Anreize. Als Motiv bezeichnen wir einen latenten Zustand, ähnlich auf bestimmte Ziele zu reagieren. Die Bedürfnisse sind ein Teilaspekt der Motive und sind gefühlte Mangelzustände mit dem begleiteten Wunsch, diese dann in weiterer Folge auch zu beseitigen. Und zu guter Letzt kennen wir dann eben noch den Begriff der Anreize. Und diese Anreize stellen das Bindeglied zwischen den Motiven und der Motivation dar. Und diese bedingen bzw. intensivieren ein gewisses Verhalten, wodurch dann in weiterer Folge gegebenenfalls ein anderes Verhalten wiederum gehemmt wird. Und wenn wir dann noch etwas bei den Motiven bleiben, so können wir die Motive unterscheiden in die intrinsischen, in die extrinsischen Motive und in die Triebe. Die intrinsischen Motive rühren von innen her und werden in erster Linie einer Selbstwillen angestrebt. Wohingegen die extrinsischen Motive, wie es der Name auch schon sagt, von außen kommt und das Ziel haben, da Belohnungen zu erlangen bzw. Bestrafungen zu vermeiden. Und zu guter Letzt eben noch die Triebe. Diese stellen eine Sonderform der Motive dar und haben keine kognitive Komponente. Also hier wird der Stimulus im Inneren des jeweiligen Körpers ausgelöst. Ja, soviel einmal zu den unterschiedlichen Arten der Motiven. Sehen wir uns dann noch die Bedürfnisse im Detail etwas an. Und hierfür habe ich die Bedürfnishierarchie nach Maslow mitgebracht. Und diese Bedürfnishierarchie oder auch Bedürfnispyramide genannt, zählt zu den Klassikern der Motivationsforschung und dient zur hierarchischen Einordnung der menschlichen Bedürfnisse. Und im Rahmen seiner polythematischen Motivationstheorie identifizierte Maslow 5 Bedürfnisklassifikationen. Und wenn man den Aussagen von Maslow folgt, dann werden die höheren Bedürfnisse, also hier in diesem Beispiel das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, erst angestrebt, wenn die niedrigeren Bedürfnisse, also hier die Existenzbedürfnisse oder eben auch physiologischen Bedürfnisse genannt, bereits befriedigt werden. Sehen wir uns diese Bedürfnispyramide etwas genauer an. Am unteren Ende der Bedürfnispyramide steht die Sicherung der Daseinsgrundlagen, wie eben zum Beispiel Essen, Trinken, Kleidung oder auch die Wohnung, also ein Dach über den Kopf haben. Und zusammengefasst kann man hier eben von den Existenz- oder von den physiologischen Bedürfnissen sprechen. Auf der zweiten Ebene befinden sich dann die Sicherheitsbedürfnisse, also das Streben nach materieller oder auch beruflicher Sicherheit, sowie der Schutz von Gesundheit, wie zum Beispiel eben eine Krankenversicherung zu haben, oder aber auch der Wunsch nach Lebensversicherung. Die dritte Ebene umfasst dann die sozialen Bedürfnisse, also der Wunsch nach Liebe, Zuneigung, Kommunikation, aber auch Partnerschaft. Und die Geltungsbedürfnisse, wie das Streben nach Anerkennung oder eben auch Prestige und Ruhm, folgen dann in der nächsten Hierarchiestufe, also in der Hierarchiestufe 4, hier als Anerkennungsstufe oder Hierarchie dargestellt. Und darunter wird zum Beispiel verstanden der Besuch von Luxusrestaurants, Nobelautos und so weiter.
Und an der Spitze der Pyramide finden wir dann das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, wie zum Beispiel der Wunsch nach Individualität oder eben auch Gerechtigkeit. Zusammengefasst kann dann eben auch noch festgehalten werden, dass die Bedürfnishierarchie nach Maslow sich sehr gut dazu eignet, in die Motivationsforschung einzusteigen. Diese jedoch lediglich einen Überblick über die unterschiedlichen Motive bzw. Bedürfnisse darstellt und aus diesem Grund eben auch häufig kritisiert wird. Und einer der Hauptgründe für diese Kritik ist die streng hierarchische Betrachtung und dass diese gegebenenfalls oder teilweise nicht unbedingt der tatsächlichen Praxis entspricht. Und wenn wir uns diese Abbildung jetzt noch etwas genauer anschauen, so sehen Sie links eben diese Bedürfnishierarchie noch dargestellt. In der ersten Spalte sehen Sie dann hier einige Beispiele noch dargestellt, ergänzend zu denen, welche ich bereits erwähnt habe. Und am Ende finden Sie dann noch den Bezug zum jeweiligen Marketing und einige Beispiele, wie das Marketing bzw. die Kommunikation dann in weiterer Folge auf die jeweiligen Bedürfnisse erfolgen sollte. Sehen wir uns hierzu einige etwas genauer an. Starten wir einmal bei den physiologischen Bedürfnissen, also bei den Existenzbedürfnissen. So empfiehlt es sich hier im Rahmen der Produktpolitik, Produkte zu entwickeln, die eben auf die existenziellen Bedürfnisse der jeweiligen potenziellen Kunden bzw. Konsumenten abzielen. Wenn wir auf das Thema Sicherheit gehen, so könnte hier zum Beispiel im Rahmen der Produktpolitik Produkte entwickelt werden, im Zusammenhang mit einer Zufriedenheitsgarantie oder eben auch hier wirklich auf die Entwicklung von Marken geachtet werden oder im Rahmen der Preispolitik zum Beispiel eine Niedrigpreisgarantie abzugeben. Gehen wir im Unterschied hierzu dann zum Beispiel noch auf die Selbstverwirklichung ein. Hier wäre zum Beispiel die Kommunikationspolitik wirklich mit emotionalen Erlebnissen zu arbeiten, also wirklich hier zu versuchen, emotionale Erlebnisse zu vermitteln im Rahmen der Werbebotschaften. Oder in Bezug auf die Produktpolitik zum Beispiel die Entwicklung von Produkten, die als auf die Selbstverwirklichungsbedürfnisse abzielen. Ja, das sind nur einige Beispiele, welche hier zum besseren Verständnis angeführt werden.